Seit dem 5. Juli hat wieder eine der Attraktionen am Edersee für die Touristen geöffnet. Das Maislabyrinth am Edersee ist ein beliebter Besuchermagnet für Gäste aus nah und fern. Geöffnet ist das Maislabyrinth vom 5.7. bis 30.8. täglich von 11 bis 19 Uhr. Jeden Donnerstag gibt es Flammkuchen ab 18 Uhr und Samstag und Sonntag ist es von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Ab August bis zum 4. Oktober ist Montag und Dienstag Ruhetag. Die Eintrittspreise sind moderat. Kinder und Jugendliche bezahlen zwischen 4,50 Euro und 5,50 Euro, die Erwachsenen 5,50 Euro im Maislabyrinth am Edersee, eine der Attraktionen bei uns hier im Kreis Waldeck-Frankenberg. 20 Jahre Maislabyrinth. Heike Schäfer, eigentlich sollte dieses Jahr ja der große Geburtstag gefeiert werden. Ja, eigentlich wollten wir dieses Jahr 20 Jahre Maislabyrinth ganz groß feiern. Mit Kapelle, mit Bierwagen, mit vielen Attraktionen haben wir dann aber leider wegen Corona alles abgesagt und feiern nächstes Jahr 20+1. Ja, aber nichtsdestotrotz, wenn ich mich heute hier umgucke, am 5. Juli Corona-Eröffnung, das heißt Eröffnung unter Corona-Bedingungen, die Leute wollen raus, die Leute sind hier, die Kinder freuen sich, nutzen mit gebührendem Abstand die Attraktionen. Eigentlich konnte ja zu Ferienbeginn nichts Besseres passieren, als das Maislabyrinth zu öffnen. Ja, also wir haben im Vorfeld uns viel Gedanken gemacht, wie wir das Ganze auch trotz Corona zu einer tollen Attraktion weiterlaufen lassen können. Einige Sachen können nicht wie gewohnt stattfinden, beispielsweise beim Bogenschießen haben wir Probleme wegen Personenkontakt. Aber wir haben uns wirklich bemüht, also alle Attraktionen so gut wie möglich aufzumachen. Wenn alle mitmachen und Abstand halten, hoffe ich, dass wir das gut über die Bühne bringen. So, wenn man 20 Jahre zurückblickt, dann war das Maislabyrinth von Fritz und Heike Schäfer damals so ziemlich das erste in der Bundesrepublik. Ja, wie viele Maislabyrinthe? Ein Acker mit ein paar Gängen drin. Wenn man sich heute umguckt, ist das eigentlich ein landwirtschaftlicher Informations- und Freizeitpark. Das stimmt. Wir haben vor 20 Jahren hier angefangen ohne Wasser, ohne Strom. Zwei Familien haben die dusselige Idee gehabt, würde ich mal sagen, und haben klein angefangen. Gut, weil wir auch nicht wussten, was auf uns zukommt. Hätten uns auch nie träumen lassen, dass wir das mal so weit ausweiten könnten. Aber eins ist ganz klar, die bäuerlichen Wurzeln der beiden Familien, die sieht man hier überall und die wird auch nicht vergessen und die wird auch immer wieder zum Ausdruck gebracht. Richtig, das ist mit einer unserer Intentionen, die wir haben. Wir wollen also Landwirtschaft den Leuten näher bringen und das auf spielerische Art und Weise und werden das auch immer weiter tun. Was wird die nächste Attraktion jetzt sein in den Sommerferien hier im Maislabyrinth am Edersee? Also wir haben ganz neu dieses Jahr eine Seilrutsche installiert, die wir schon vor Corona bestellt hatten. Sonst hätten wir uns das vielleicht vom Finanziellen her nochmal überlegt. Die aber ganz gut angenommen wird, sind auch jetzt im Moment ganz angetan davon, wie viele Leute heute den Weg schon hierher gefunden haben. Und gucken mal weiter, was uns im Laufe des Jahres noch so für Neuigkeiten beschert werden. Ansonsten gibt es ja Programmpunkte, die immer wiederkehren und die gerne angenommen werden. Das sind also die abendlichen Flammkuchen-Events, das ist das Ponyreiten manchmal. Das sind die Informationsveranstaltungen mit den Imkern und anderen Herstellern von landwirtschaftlichen Produkten. Das wird es also bis in Oktober auch hier im Maislabyrinth wieder geben. Ja, also unsere Veranstaltung Imkertag, Fledermaustag, Kartoffeltag und diese Sachen, das wird weiterhin stattfinden. Wir werden auch Ofenkuchen backen und Flammkuchen selbstverständlich auch. So, und jetzt gibt es noch einen Geheimtipp vom Eder Dampfradio. Das ist nämlich die berühmte Waldecker Schlachteplatte, das Schlachteessen hier im Maislabyrinth gegen Ende der Saison, auf das sich ganz viele in der Region freuen. Das stimmt, gegen Ende der Saison ist auch ein Schlachtessen geplant, was allerdings auch nur mit Voranmeldung besucht werden kann, weil wir müssen ja auch so ein bisschen vorplanen können. Heike, vielen Dank und toi 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 für die Saison. Dankeschön, wir hoffen auf viele Besucher und gutes Wetter. Aber so wie es heute aussieht, bin ich da ganz optimistisch.